wenn Patienten jetzt, was weiß ich, Autisten gerne Knöpfe sortieren und sich sagen, oh, aber ich komme mir doof vor, weil kein normaler Mensch sortiert irgendwie Knöpfe, dass man sagt, hey, natürlich können Sie Knöpfe sortieren, wenn Ihnen das gut tut. Moin und herzlich willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die sich in welcher Form auch immer mit psychischen Krankheiten auskennen. Heute geht es um Autismus mit Dr. Mandy Roy. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, arbeitet in der Autismusambulanz der Asklepios Klinik Nord, Standort Ochsenzoll in Hamburg. Sie ist leitende Oberärztin und sagt, das Leben für Menschen mit Autismus wäre einfacher, wenn mehr Leute sich darüber informieren würden, um zu verstehen, was Autismus überhaupt bedeutet. Ja, und ich würde sagen, die nächste Möglichkeit dazu kommt genau jetzt. Ganz allgemein gesagt, ja. Was sind denn Ihrer Meinung nach psychische Störungen? Puh, ja, das ist wirklich eine gar nicht so einfache Frage, weil psychische Störung würde ja voraussetzen oder setzt voraus, dass es so eine psychische Norm gibt. Und je näher man Menschen kennt und je feiner man sich Menschen anguckt, desto mehr bin ich zumindest in meinem Leben so zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich diese Norm gar nicht gibt. Also früher, als ich noch ganz jung war, habe ich irgendwie gedacht, alle Menschen funktionieren so, wie ich auch funktioniere, selbstverständlich. Und das ist so ein Stück Lebenserfahrung, dass man merkt, nee, andere Menschen haben zum Teil ganz andere Gedanken und Auffassungen. Und deshalb ist es gar nicht so einfach, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist eine Störung und das ist nicht eine Störung. Also ein Kriterium, was, glaube ich, ganz gut sich eignet, um es zu definieren, ist halt der Leidensdruck. Ne? Mhm. Wenn Menschen irgendwie Dinge des Denkens, des Empfindens haben, die sie quälen quasi, die für sie anstrengend sind und schwer auszuhalten sind. Mhm. Also ich glaube, das ist das Einfachste, wie man eine psychische Störung definieren kann. Mhm. Jetzt wollen wir heute sprechen über Autismus. Ja. Korrigieren Sie mich, aber wenn ich so ein bisschen im Internet nach Ihrem Namen gucke, gehört das, abgesehen von ADHS, so ein bisschen zu Ihren Steckenpferden, oder? Das stimmt, ja. Warum? Warum Autismus? Weil ich das einfach ganz faszinierend finde, gerade dass Menschen mit dem Autismus tatsächlich so eine ganz andere Art zu denken und wahrzunehmen haben. Mhm. Das ist etwas, was ich halt faszinierend fand schon immer, dass die Gehirne offensichtlich ja irgendwie ganz anders funktionieren. Und ich finde die Sichtweise dann auch, die ist ja sehr logisch und finde ich oft sehr berührend irgendwie, wenn man, ich überlege jetzt gerade, ob mir irgendein Beispiel einfällt. Eigentlich das sogar mit dem Blickkontakt ist so eine Sache. Also Menschen mit dem Autismus nehmen ja selten Blickkontakt auf. Mhm. Und ein Patient hat mir auch mal gesagt, dass er es unlogisch findet. Man will ja eigentlich die Sprache verstehen. Mhm. Und wenn man dem anderen Menschen in die Augen schaut, kehrt man ja die Ohrmuschel von der Sprachquelle ab. Mhm. Na, also eigentlich ist es in dieser Sichtweise des Patienten logisch gewesen, oder wäre es logisch, und das hat er auch lange so gemacht, dass er halt das Ohr dann der Sprachquelle dem Gegenüber zuwendet. Und das ist natürlich Menschen ohne Autismus erstmal eine etwas fremde Sichtweise der Dinge. Aber ich finde, wenn man sich da reindenkt, kann man es auch doch oft nachvollziehen. Und total, ja. Ich finde, es hat was Spannendes einfach, weil es die Welt sich da weitert. Mhm. Und, also das hat mich irgendwie so gecatcht mal irgendwann und nicht wieder losgelassen. Genau, so kann man es sagen. Okay, dann jetzt sind Sie gerade schon mitten rein Thema. Ja. Sagen Sie doch einmal allgemein, was ist Autismus überhaupt? Genau, also Autismus ist tatsächlich halt wirklich eine ganz andere Form der Wahrnehmung und Erlebensweise der Welt. Also anderes Denksystem, anderes Wahrnehmungssystem. Das heißt, um mal ganz konkret zu werden, die meisten Menschen, die eben ja keinen Autismus haben, also rund 1% der Bevölkerung ist davon betroffen, das heißt 99% der Menschen haben eben keinen Autismus, und die meisten Menschen kommen eben auf die Welt und müssen sich nur in gewissem Ausmaß darüber Gedanken machen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Das heißt, ganz viele Dinge liegt in der Intuition der Menschen. Ne? Also
zum Beispiel den Blickkontakt aufzunehmen. Mhm. Menschen ohne Autismus, für die ist das in der Regel selbstverständlich, da denken die gar nicht drüber nach, dass wenn sie mit ihrem Gegenüber sprechen, dass sie ihn eben auch anschauen. Das ist so für Menschen ohne Autismus so das Gefühl der Kontaktaufnahme, wenn ich jemand anderen anschaue. Und so gibt es ja ganz verschiedene Aspekte der sozialen Interaktion, also wie man miteinander umgeht, dass man auf natürliche Art und Weise, ohne groß darüber nachzudenken, ein Gefühl dafür entwickelt, wie man mit Menschen umgeht. Das, was, wenn man Menschen was Ehrliches sagt, dass es dann auch oft gemein sein kann, dass es andere Menschen verletzt beispielsweise. Und also das, was Nicht-Autisten so mitgegeben ist an Intuition für zwischenmenschliche Interaktion, das haben Autisten eben nicht. Mhm. Also für Autisten ist das ein großes Rätsel, wie Menschen so unkompliziert miteinander umgehen, weil sie dieses Gefühl dafür einfach nicht haben. Das ist so ein Aspekt des Autismus. Genau, wir gehen gleich gerne noch auf weitere ein. Ich kenne diesen Begriff Autismus-Spektrum-Störung. Genau. Was hat das damit auf sich? Also heißt das einfach nur, dass es verschiedene Abstufungen gibt? Oder? Ja, genau. Also Autismus ist sozusagen der Überbegriff und letztlich eigentlich das Gleiche mittlerweile wie Autismus-Spektrum-Störung. Wir hatten bis vor einiger Zeit tatsächlich noch so Unterteilungen. Vielleicht Menschen, die sich näher damit befasst haben, vielleicht ist denen das noch ein Begriff, das Asperger-Syndrom, der Kanner-Autismus. Das heißt, da hat man so unterschiedliche Kategorien aufgestellt von Autismus und gedacht, dass man die so unterscheiden kann. Das hat sich aber jetzt mit der Zeit gezeigt, dass es eigentlich nicht wirklich der Realität entspricht, sondern dass autistische Phänomene ein Spektrum sind. Also man kann sich also so einen, wie so einen Faden das vorstellen. An dem einen Ende sind die Menschen überhaupt nicht autistisch, an dem anderen Ende ganz doll autistisch und irgendwo gibt es die Grenze. Und die Menschen, die diese Grenze überschritten haben, liegen sozusagen im Autismus-Spektrum. Ah, okay. Und auch da gibt es halt verschiedene Ausprägungen. Okay. Und Sie sagten jetzt eben schon, dass Sie sich ja auch dafür begeistern, wie das Hirn funktioniert. Ja. Also ist das eine neurophysiologische Geschichte? Oder also kann man das überhaupt erklären, was im Gehirn von Autisten im Vergleich zu einem Gehirn von Nicht-Autisten quasi vor sich geht? Genau, die Befunde, muss man sagen, sind dafür eigentlich noch sehr übersichtlich. Also wir haben wenige Erklärungsmodelle, was da im Gehirn anders verläuft. Also es sind sehr, also man weiß zum Beispiel im Kleinkindalter, dass Gehirne von Autisten also im Kleinkindalter größer sind als die von Nicht-Autisten, wobei das dann im Laufe der Zeit sich wieder angleicht. Was das jetzt genau auf Funktionsebene bewirkt, das wissen wir eben nicht. Also so richtig eine Erklärung, also für Autisten ist ja beispielsweise, manche Autisten können es, dass sie Primzahlen irgendwie bis ins Unendliche aufsagen können. Was da wirklich hintersteckt im Gehirn, dass solche Fähigkeiten vorhanden sind, das wissen wir tatsächlich nicht. Also es ist neurobiologisch verortet quasi, es ist angeboren, es ist nicht was, was man einem Kind anerziehen kann oder ganz früher als so die ersten Psychiater von autistischen Störungen angefangen haben zu sprechen und die beschrieben haben, hat man auch noch gedacht, dass es tatsächlich so eine Folge von einem Erziehungsstil ist, ne? Dass auf diese Art ein Autismus entsteht. Das wissen wir heute, das ist nicht der Fall. Ne? Das heißt, Menschen haben das wirklich, kommen damit also mit so einem angeborenen Autismus auf die Welt. Das heißt, irgendwas scheint im Gehirn anders zu laufen. Aber was genau, das haben wir leider noch nicht verstanden. Okay. Das heißt, es ist genetisch bedingt. Ja. Und ist es bei jedem, bei dem dieser, ich nenne es jetzt mal Gendefekt vorliegt, auch so, dass es quasi ausbricht, in welcher Form auch immer? Oder kann es auch sein, dass ich jetzt beispielsweise diesen Gendefekt in mir trage, aber keine autistischen... Ja. Es ist anders, sage ich mal, weil es gibt nicht das Autismus-Gen. Also Krankheitsbilder, die durch ein Gen verursacht werden, gibt es gar nicht so viele. Gibt es verschiedene, so neurologische Erkrankungen, Chorea Huntington beispielsweise, da gibt es in einem bestimmten Gen Störungen. Aber bei vielen anderen Erkrankungen, auch beim Autismus, gehen wir davon aus, dass das sogenannte komplexgenetische Ursachen hat. Das heißt, dass ganz viele, also dass mehrere Gene betroffen sind
Und auch bei, wenn man jetzt eine Gruppe von 10 Autisten hat und sich anschauen würde, würden das jeweils wahrscheinlich andere Gene sein, die da betroffen sind. Das heißt, es gibt nicht ein typisches, also krankhaftes Muster der Gene oder verändertes Muster der Gene, sondern es gibt verschiedene Muster, die letztlich zum Autismus führen können. Und auch hier sind wir noch weit davon entfernt, irgendwie so Konstellationen schon aufstellen zu können, dass man sagt, diese Konstellation mit denen 20 Genveränderungen führen zum Autismus und diese auch, sondern mittlerweile sind so an die 200 Gene bekannt, die wahrscheinlich irgendwie dazu beitragen, dass bei einer Person Autismus entsteht. Also von daher kann man auch mit vom Ausbrechen nicht so in dem Sinne sprechen, weil es einfach viel komplexer ist. Aber das heißt, dass Menschen, die Autismus haben, es von Geburt an haben. Ja. Und es auch im besten Fall dann früh diagnostiziert wird. Also es gibt mit Sicherheit, können wir nachher nochmal drüber sprechen, auch Fälle, wo das erst super spät erst diagnostiziert wird. Aber theoretisch könnte ich das relativ früh erkennen. Eigentlich schon, ja. Wie? Wie erkennen Eltern oder Bezugspersonen, dass das Kind Autismus hat? Genau, also die ersten Auffälligkeiten, die sich da bemerkbar machen, ist eben, was das Zwischenmenschliche anbelangt. Ne? Mhm. Also, dass Autisten häufig eben einzelgängerisch sind. Ne? Mhm. Dass sie in der Kindergartenzeit, in der Grundschulzeit eben denen das schwerfällt, Freundschaften zu knüpfen. Also auch hier ist es so, nicht jeder Autist ist gleich. Ne? Es gibt Autisten, die finden es anstrengend, Freundschaften zu haben und sind Einzelgänger, weil sie auch gar nicht so ein Interesse an zwischenmenschlichen Kontakten haben. Es gibt aber auch Autisten, die sich das wünschen würden, die versuchen, Freundschaften aufzubauen, aber weil sie einfach nicht dieses Gefühl dafür haben, wie sie mit anderen Kindern, mit Gleichaltrigen umgehen, es häufig zu Kontaktabbrüchen von der anderen Seite auch kommt und die dadurch zu Einzelgängern werden. Ne? Das heißt, ein Anzeichen dafür kann sein, dass eben so ein junger Mensch, also Kind oder Jugendlicher, sich in so eine Außenseiterposition entwickelt. Ne? Das ist so ein Merkmal. Was auch typisch ist, ist, dass Sprache oft sehr konkret interpretiert wird. Also was zum Beispiel auffallen könnte, ist, dass ein Kind große Schwierigkeiten damit hat, Sprichwörter zu verstehen. Mhm. Also mir hat mal irgendein Autist berichtet, so dieses Sprichwort, ein Dorn im Auge haben, das wusste er gar nicht, was bedeutet das jetzt, wieso hat da jemand einen Dorn, also ne, wenn etwas ein Dorn im Auge ist, die meisten haben irgendwie wissen, was das bedeutet, aber der Autist konnte da gar nichts mit anfangen. Wie erklärt man das? Weil dann die Fähigkeit, das zu interpretieren oder auf eine andere semantische Ebene zu heben, fehlt. Weil die wirklich sehr konkret interpretieren. Ne? Mhm. Also es ist ja was, eben sowas Metaphorisches, ne? Gerade Sprichwörter. Und also diese Fähigkeit fehlt eben, den Autisten zwischen den Zeilen zu lesen. Mhm. Also Gleiches gilt auch für Ironie. Ne? Das wäre auch so eine Sache, jetzt vielleicht nicht gerade bei kleinen Kindern, aber auch wenn es Jugendliche sind, dass die große Schwierigkeiten haben, wenn man was ironisch sagt, dann erkennen die das gar nicht, sondern nehmen das erstmal ernst und fallen dann quasi darauf rein, ne? Auf das, was man so sagt. Also auch das wäre ein Merkmal. Ne? Also dieser Komplex des Zwischenmenschlichen und des Miteinandersprechens, das sind so Dinge. Was auch typisch ist, was Eltern auffallen könnte, ist, wenn Kinder Interessen entwickeln, die ungewöhnlich sind, also ungewöhnlich hinsichtlich ihrer Intensität, dass sie, also wenn sich jetzt Kinder für Dinosaurier interessieren beispielsweise, ist das per se ja erstmal nicht ungewöhnlich. Mhm. Ne? Aber wenn ein Kind sich nur noch irgendwie für Dinosaurier interessiert und den ganzen Tag nur immer wieder seine Dinosaurierbücher irgendwie durchblättert und seine Dinosaurier irgendwie, die es als Figuren hat, vielleicht aufreiht, dann ist es schon eigentlich ungewöhnlich. Ne? Also das wäre so ein Beispiel, wo das Interesse vom Inhalt her jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber vom Ausmaß halt. Ne? Das ist da so eine Normalität, wie man das ja so allgemeinsprachlich sagt, mit Normalität überschritten wird. Dann kann es aber auch sein, dass ungewöhnliche Interessen stehen. Aus der Literatur, das habe ich mir gemerkt, weil es einfach so ungewöhnlich ist, habe ich mal gelesen, dass es irgendein Kind gab, was sich für Toilettenbürsten interessiert hat. Ne? Also ist ja
sehr ungewöhnlich. Mhm. Ne? Ich glaube, die wenigsten Kinder interessieren sich dafür. Aber das hat sich irgendwie für Merkmale und Unterschiede dafür interessiert. Ne? Also das ist so das Gebiet der Spezialinteressen. Womit Menschen mit dem Autismus auch große Probleme haben, ist Flexibilität und Spontanität. Mhm. Das bedeutet, viele haben bestimmte Ordnungsprinzipien. Das heißt, es kann sein, dass das Kind möchte, dass Gegenstände immer an ganz bestimmten Stellen stehen, dass Stifte vielleicht parallel irgendwie zur Tischkante angeordnet sind. So Dinge, die wir von außen gesehen als zwanghaft irgendwie betrachten würden. Ne? Das ist so eine Sache, dass Dinge auch gerne sortiert werden. Also viele Kinder haben jetzt ja nicht irgendwie großartig Freude daran, Sachen aufzuräumen und zu sortieren. Für Autisten ist das manchmal was denen wirklich Spaß macht, wenn die ihre Bücher der Größe nach da irgendwie aufreihen können oder Knöpfe irgendwie der Reihe nach aufreihen können. Genau, also ich kann mir vorstellen, dass Eltern, also man kann ja irgendwie, glaube ich, nicht von jedem Elternteil erwarten, dass es A, in der Thematik ist, B, ja, sich überhaupt mit sowas befasst, C, da direkt drauf kommt. Ist es oft so, dass das erst sehr spät erkannt wird, eben weil man vielleicht als Elternteil auch erstmal davon ausgeht, ach Mensch, ist ja schön, dass er das so sortiert, ach ist doch schön, dass er sich für Dinosaurier interessiert. Ne? Ist das ein Problem? Ich glaube, dass heute mittlerweile so in Kindergärten und Schulen auch das, die Mitarbeiter einen Blick für solche Themen haben. Also gerade jetzt, was auch ADHS und Autismus anbelangt und da vielleicht die Eltern auch ansprechen. Okay. Ne? Also dadurch, dass Kinder ja heute sehr früh, also in der Regel mit spätestens 3 Jahren irgendwie auch institutionalisiert sozusagen beaufsichtigt werden, glaube ich, ist heute die Chance, dass Kind da auch recht früh erkannt wird, gar nicht so gering. Betrifft es eher Männer oder Frauen oder jetzt im Kindesalter Jungs oder Mädchen? Genau, grundsätzlich eher das männliche Geschlecht. Also so 2 bis 3 Mal häufiger sind männliche Individuen davon betroffen. Gibt es da eine Erklärung für? Nicht so wirklich. Also dazu müsste man tatsächlich die Entstehung noch besser verstehen. Also so ganz böse Zungen sagen ja, dass Autismus so eine Extremform vom männlichen Gehirn ist. Ne? Also sehr mathematisch irgendwie versiert, eher analytisch denkend als irgendwie empathisch unterwegs. Wobei das natürlich auch sehr schubladenartiges Denken ist. Ne? Also von daher, so wirklich weiß man es nicht, warum das so ist. Und, sagen Sie ruhig. Nee, eine Sache noch, aber gut, also was man heute weiß, ist, dass Frauen, die einen Autismus haben, dennoch auch meistens mehr Fähigkeiten haben, die autistischen Symptome so ein bisschen zu kontrollieren. Das heißt, dass Frauen tatsächlich wahrscheinlich auch häufig gar nicht oder auch wirklich später entdeckt werden. Also auch das kann dazu beitragen, dass dieses Geschlechterverhältnis vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so extrem ist, dass es auch ein bisschen Verzerrung ist. Jetzt sind Sie gerade schon bei diesem entdeckt werden. Mir fällt gerade ein, dass ich über eine Person auch mal gesagt habe, so, oh Mann, ey, das sind aber echt schon autistische Züge. Sowas, das ist wahrscheinlich total unverschämt, sowas zu sagen, aber hatte seine Gründe. Wo fängt es denn an und wo hört es auf? Also wie lässt sich das letztlich diagnostizieren? Ja, also letztlich entscheidend ist, dass diese Merkmale, die halt den Autismus charakterisieren, tatsächlich in Gänze auftreten. Ne? Also es gibt ja Menschen zum Beispiel, die sind zwanghaft und ich weiß nicht, was sie damals dazu geführt hat, dass sie das bei den Menschen gesagt haben, aber es gibt Menschen, die sind irgendwie sehr zwanghaft. Ne? Aber die sind vielleicht total empathisch. Ne? Also da würde man dann nicht dazu kommen, zu sagen, der ist autistisch. Oder es gibt Menschen, die sind irgendwie vielleicht tatsächlich so, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten haben, in Kontakt mit anderen zu kommen, aber haben aus den anderen Bereichen überhaupt gar keine Besonderheiten, also keine Spezialinteressen, sind auf einer ganz normalen Art und Weise flexibel, können spontan agieren, sodass da auch keine Probleme bestehen. Ne? Also es ist schon so ein typisches Eigenschaftsmuster, was Autisten erfüllen sollten, damit man die Diagnose stellen kann. Plus, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass es eben auch zu Konsequenzen führt. Ne? Also dass die Betroffenen eben Schwierigkeiten haben, wirklich in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass sie eben nicht so für das Alter typische zwischenmenschliche Beziehungen wie Freundschaften oder Partnerschaften führen können, dass sie im beruflichen Bereich Probleme haben oder vielleicht aber diese Probleme
irgendwie handeln können, aber dann abends total erschöpft sind. Mhm. Also auch das ist nochmal eine wichtige Sache. Wenn jetzt jemand vielleicht manchmal nicht so empathisch ist, aber trotzdem insgesamt seine sozialen Interaktionen ganz gut gestalten kann und auch einen normalen Freundeskreis hat, würde man da jetzt auch nicht vom Autismus sprechen. Mhm. Wie sieht denn dann bei Ihnen als Fachärztin letztlich das Diagnoseverfahren aus? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, sei es jetzt Elternteil oder jemand vielleicht selber oder was auch immer und es besteht der Verdacht Autismus, wie gehen Sie da vor? Genau, also leider ist es da tatsächlich auch so, dass wir noch keine wirklich objektivierbaren Untersuchungsmethoden haben. Also toll wäre, wenn wir zum Beispiel den Menschen ins Kernspinnen legen würden, Bild vom Kopf machen würden und sehen würden, das Areal ist verändert Autismus oder eine Blutuntersuchung. So ist es eben nicht, sondern es ist wirklich, man muss sich einen guten Eindruck machen. Das heißt, erstmal ist es ganz wichtig, die Person wirklich selber kennenzulernen. Mhm. Ich selber arbeite jetzt mit Erwachsenen ja zusammen, die kommen in der Regel, auch in der Kinder- und Jugendmedizin ist das ja in der Regel so, ne? Wenn Eltern Verdacht haben, dass sie dann auch das Kind oder den Jugendlichen mitbringen. Also man muss sich selber einen Eindruck machen und dann geht es halt darum, den Menschen im Gespräch zu erleben und ihn auch nach seiner Biografie eben zu befragen. Mhm. Ne? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Welche Schwierigkeiten hat er in seinem Leben? Wertvoll sind auch manchmal externe Quellen. Also wir lassen uns gerne, wenn sie vorhanden sind, noch Schulzeugnisse von unseren Patienten mitbringen, weil wir da manchmal auch tatsächlich lesen können. Ne? Das, in Grundschulzeugnissen gibt es ja immer auch Beurteilung vom Sozialverhalten. Mhm. Und da steht dann auch manchmal drin, irgendwie hat Schwierigkeiten, sich in die Klassengemeinschaft irgendwie einzufügen oder kann nicht gut in Gruppen arbeiten. Ne? Also das wir sehen, okay, also es gibt da wirklich schon von klein auf Indizien sozusagen, die in die Richtung führen könnten. Ganz genau. Und super ist es immer, wenn es möglich ist, also wie gesagt, wir haben Erwachsene, die zu uns kommen, die kommen dann auch häufig alleine, wenn wir irgendwie noch die Möglichkeit haben, jemanden zu befragen. Mhm. Ne? Dass wir entweder vielleicht einen Partner oder einen Geschwister oder wenn es vielleicht auch noch geht, einen Elternteil befragen und eben fragen, wie war die Person als Kind und wie erleben sie das jetzt bei der Person? Und in dem Moment, in dem Sie diese Diagnose aussprechen, wie ist da Ihrem Erleben nach die Reaktion? Also ist das, also ich stelle mir das so vor, dass es natürlich einerseits dieser Begriff dann erstmal oder diese Diagnose schockierend sein kann, aber vielleicht auch irgendwie, also so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass man endlich weiß, ach so ist es und deswegen bin ich so und so oder deswegen ist mein Kind so und so oder wie auch immer. Wie erleben Sie das? Absolut. Also bei den Erwachsenen, die wir haben, ist es wirklich so, würde ich mal sagen, da bewegen wir uns in den hohen 90er-Prozent wahrscheinlich zu 95-99% so, dass es eine große Erleichterung ist. Ne? Im Umkehrschluss, dass wenn wir die Diagnose nicht stellen, auch das kommt natürlich vor, dass ein Mensch kommt und sagt, Mensch, ich glaube das und wir sagen, na, passt eigentlich nicht so wirklich, dass dann eine Enttäuschung ist. Ganz genau, weil das eintritt, was Sie sagen, man hat endlich eine Erklärung dafür. Ne? Mhm. Also gerade im Erwachsenenalter, wenn die Betroffenen zu uns kommen, ich sag mal, die Menschen, die jetzt, weiß ich nicht, so vielleicht 30 oder 40 sind oder wir haben auch mit der 20-Jährigen, dass die Kind waren, war das zum Teil ja noch gar nicht so vertreten. Mhm. Also als ich zur Grundschule gegangen bin, waren solche Sachen wie Autismus und ADHS überhaupt kein Thema. Mhm. Das heißt, wir haben eine große Menge an Erwachsenen, die da überhaupt nicht aufgespürt worden sind und die tatsächlich ihr Leben lang die Erfahrung gemacht haben, dass sie anecken, dass sie Dinge nicht so hinbekommen wie andere Menschen und auch häufig ja abgelehnt werden oder halt Misserfolge erfahren und das Selbstwertgefühl natürlich massivst leidet, ne? Und sie einfach keine Erklärung haben und sie sich fragen, was stimmt nicht mit mir? Bin ich denn irgendwie blöd? Bin ich dumm? Eigentlich weiß ich doch, dass ich gar nicht dumm bin. Also es sind ganz viele Fragezeichen und deshalb ist es eigentlich in fast allen Fällen eine riesengroße Erleichterung, wenn sie wissen, nee, es hat alles eine Erklärung und es hat eine Ursache, dass das Leben so gelaufen ist. Bevor wir zur nochmal weitergefasst Symptomatik und auch Behandlung kommen, kurze Pause mit einem kleinen Assoziationsspiel. Okay. Ich sage ein paar Begriffe und Sie reagieren, wie auch immer Sie wollen. Okay. Forschung. Spannend. Mensch. Komplex. Zwänge? Anstrengend. Intelligenz? Auch gar nicht so einfach zu definieren.
Okay. Medikamente. Fluch und Segen zugleich. Okay. Intelligenz gar nicht so einfach zu definieren, sagen Sie. Okay, jetzt mal abgesehen von Intelligenztests, die irgendwie normiert sind und irgendwann mal wissenschaftlich so geworden sind, wie sie geworden sind. Ja. Ist das eine Thematik, die oft oder also korreliert das Intelligenzniveau oft mit dem Ausmaß des Autismus sozusagen? Oder ist das so ein Irrglaube? Also Sie haben ja eben schon mal angesprochen, so dieses, dass ne, manche sich dann die Primzahlen merken können und. Ist das so ein Vorurteil in Anführungszeichen? Ja, es ist tatsächlich. Also, dass jeder Mensch, der einen Autismus hat, automatisch mit einer Hochbegabung noch sozusagen versehen ist quasi, das ist tatsächlich nicht der Fall. Ne, also man denkt ja auch irgendwie Autisten, alle Autisten sind irgendwie Mathe-Genies, auch da haben wir viele Autisten, wenn wir die fragen, wie war das mit Mathe, die dann sagen, war nicht so meins. Das ist tatsächlich, also hat man auch ein breites Spektrum an den Intelligenzquotienten. Okay, also ist eher Mythos, dass man so davon ausgeht. Ja. Okay. Wie würden Sie den Alltag von Autisten beschreiben, aus deren, also natürlich gibt es von bis, ne? Und natürlich ist es bei jedem komplett individuell, aber so die Klassiker hört sich jetzt auch bescheuert an, aber so was häufig vorkommt. Genau, also ich würde sagen, gekennzeichnet ist so ein Alltag von Menschen mit dem Autismus wirklich durch Anstrengung. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also eine Facette, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, dass Autisten auf allen Sinneskanälen sehr empfindlich sein können. Deutlich empfindlicher als Menschen ohne Autismus. Also auch nicht so, dass jeder Autismus jede Sinneswahrnehmung irgendwie besonders ausgeprägt hat, aber es gibt zum Beispiel viele Autisten, die sehr lärmempfindlich sind, ne? Die dann beispielsweise sagen, ich höre Stromkabel surren oder die Lampen irgendwie brummen und das ist eben was, wenn man sich so im normalen Alltag bewegt, also wenn man jetzt zum Beispiel in den Supermarkt geht, um einzukaufen, da ist es halt laut und da ist es voll und da ist es bunt und das ist schon anstrengend für die Betroffenen, ne, solche Sachen. Das setzt sich fort darüber, wenn man irgendwie mit offiziellen Stellen zu tun hat, also seien es Arztbesuche, seien es Behördengänge oder so, wo Kommunikation dann eben auch oft schief läuft. Ne? Mhm. Also Menschen jetzt mit dem Autismus, die vielleicht nicht arbeitsfähig sind, gerade die haben ja dann häufig mit Behörden vielleicht irgendwie zu tun, weil sie irgendwelche Hilfen bekommen müssen. Und da ist es auch schon so, ne? Wenn das Gegenüber nicht so richtig weiß um die Besonderheiten des Autismus, dass es anstrengend ist für die Person. Und Gleiches gilt auch, wenn Autisten berufstätig sind. Ne? Ist das in der Regel auch unter den üblichen Arbeitsbedingungen, wie wir sie haben, deutlich anstrengender als für Menschen ohne Autismus, weil ganz viele Dinge da eben ja noch reinkommen. Sie müssen irgendwie mit ihren Kollegen interagieren, mit Kunden irgendwie zurechtkommen. Dann sitzen sie vielleicht im Großraumbüro, wo wahrscheinlich jeder Mensch schon irgendwie froh ist, wenn er einen Platz für sich hat und der Lärm im Großraumbüro anstrengend ist. Für einen Autisten ist es noch mal deutlich erschöpfender. Dann ist ein Arbeitsalltag ja auch häufig dadurch gekennzeichnet oder bleibt man nicht verschont, dass irgendwie spontane Änderungen auftreten. Ne? Und also auch das ist ja ein großes Thema für Autisten. Alles, was das Verlassen der Routine irgendwie anbelangt, ist anstrengend. Also wenn deshalb die Frage würde ich so beantworten, wie ist ein Alltag für Autisten? Da sie ihr Leben ja ein Stück weit der nicht-autistischen Lebensweise anpassen müssen, ne, ist es einfach anstrengend für diese Menschen und sind halt schnell reizüberflutet. Wie können Sie helfen? Also natürlich können Sie bei der Reizüberflutung jetzt nicht so viel tun, aber wie sieht so eine Behandlung aus, also wenn das jetzt diagnostiziert ist? Ja, genau. Also erstmal ist es ganz wichtig, sich klar zu machen, man kann den Autismus nicht wegmachen quasi. Ne? Und es ist auch die Frage, oder kommt man auch in philosophische Kategorien, würde man es eigentlich wollen, weil es ja diesen Menschen auch auszeichnet, ne? Seine besondere Art zu denken und wahrzunehmen. Und eigentlich wollen wir unsere Menschen oder unsere Patienten nicht verändern. Wir wollen ihnen den Leidensdruck nehmen. Ne? Also das heißt, das ist erstmal wichtig, festzuhalten, dass man gucken muss, wie kann man die Lebensumstände für den Menschen mit dem Autismus so anpassen, dass er in seinem Leben besser zurechtkommt. Und das
da gibt es ein breites Spektrum. Also letztlich, der übergeordnete Begriff ist halt Psychotherapie in aller Regel. Also es gibt keine Medikamente, die jetzt irgendwie die autistischen Kernsymptome beseitigen würden, sondern es ist Psychotherapie. Und hier gibt es ganz verschiedene Ansatzpunkte. Also was man zum Beispiel am Anfang mit den Patienten sich näher angucken kann, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn es so ums Thema Selbstwertgefühl geht. Ne? Gerade also unsere Erwachsenen, erst diagnostizierten autistischen Patienten haben so eine lange Biografie mit ganz vielen Misserfolgen und dementsprechend ist das Selbstbild natürlich auch sehr negativ getönt. Und wenn der Patient jetzt diese Diagnose erhält, ist es klug und gut, wenn jemand da ist, der den Patienten so ein bisschen begleitet und das neue Selbstbild mit so aufbaut quasi. Ne? Also ein positives Selbstbild zu erstellen, sodass der Mensch auch eine Chance hat, sich im positiven Licht zu sehen und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ne? Das ist so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass man schon auch ein bisschen gucken kann, mit dem Patienten Kommunikation zu trainieren. Das kann man zum Beispiel in einer Gruppe ein Stück weit machen. Also es gibt Gruppen, also haben wir jetzt nicht, planen wir, aber haben wir aktuell nicht, aber es gibt so Gruppenkonzepte, wo die Autisten halt untereinander auch Rollenspiele durchführen und selber von außen dann auch betrachten können, sich gegenseitig Rückmeldungen können und wir als Therapeuten da eben auch ein bisschen mit eingreifen können, beziehungsweise was wir hier machen, wir behandeln unsere Patienten im Einzelkontakt, wenn da jetzt irgendwie was ansteht, zum Beispiel ein Gespräch mit dem Vorgesetzten, wo der Betroffene vielleicht dem Vorgesetzten sagen möchte, dass er einen Autismus hat, um Arbeitsaspekte zu besprechen, dass man auch das übt, ne? Dass man den Patienten Tipps gibt oder mit dem Patienten überlegt, wie können sie ihr Anliegen gut formulieren, dann kann er das zum Beispiel auch aufschreiben und sich immer wieder durchlesen. Ne? Also hier kann man ein Stück weit helfen. Dann, was auch eben ganz wichtiger Aspekt ist, ist so Stressmanagement. Ne? Was ich eben gesagt habe, für Autisten sind viele Dinge des Alltags sehr anstrengend. Das heißt, sie haben sehr hohe Stresslevel. Und wenn man sich das jetzt mal ganz einfach verdeutlicht, so kläre ich das mal meinen Patienten, wenn man sich so eine Waage vorstellt, auf der einen Seite ist Stress, auf der anderen Seite ist Entspannung, ist es natürlich sinnvoll, wenn man die Waage in Balance hält. Und wenn wir auf der Stressseite relativ hohe Ladung haben, ist es gut, auch auf die Entspannungsseite entsprechend da nachzurüsten. Das heißt also, dass wir mit den Patienten sprechen, wie kann das Stresslevel gesenkt werden, wie kann man zu mehr Entspannung kommen. Ne? Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so diesen großen Bereich der Achtsamkeitsübung, ne? Das kann man mit Patienten trainieren. Man kann auch, also wenn Patienten jetzt, was weiß ich, Autisten gerne Knöpfe sortieren und sich sagen, oh, aber ich komme mir doof vor, weil kein normaler Mensch sortiert irgendwie Knöpfe, dass man sagt, hey, natürlich können sie Knöpfe sortieren, wenn ihnen das gut tut. Ne? Oder dass man überlegt, wenn, also das ist ja auch was, wenn also Autisten in Vollzeit arbeiten und das finanziell irgendwie möglich ist, dass man halt auch mit denen bespricht, Mensch, wäre das denkbar, dass sie vielleicht die Stelle reduzieren, dass sie irgendwie nur 80% oder was weiß ich, 50% arbeiten, dann haben sie mehr Zeit, ne, um wieder Ruhe zu finden. Also so ein Stück weit Begleitung auf dieser Ebene, das sind so die... Ich finde das ganz spannend, dass Sie gerade sagen, mit den Knöpfen beispielsweise, die zu sortieren, ja, wenn Ihnen das gut tut, dann machen Sie das ruhig. Ja. Heißt das denn auch, um nochmal zurückzukommen, vielleicht zu dem Beispiel, was Sie ganz am Anfang sagten, dass es mal jemanden gab, der in dessen Logik es so war, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, mein Ohr hinzuwenden zum Sprachrohr sozusagen und nicht mein Gesicht, warum sollte ich der Person in die Augen gucken? Heißt das, dass Sie auch gar nicht, wie soll ich das ausdrücken, der Person in dem Moment klar machen, okay, du musst das und das aber ändern, um durch eine Welt zu kommen, in der 99% der Menschen nicht so sind wie du, sondern das heißt, sie versuchen schon, so weit es geht, die Person so mit ihrer Persönlichkeit sein zu lassen, wie sie ist, weil sie eh keine Chance haben, sozusagen entgegenzuwirken. Ja. Also, und weil es auch gar keinen Sinn macht. Also, wollte ich gerade sagen. Ja. Ne? Also auch ein Autist soll ja glücklich sein. Ja, ne? Ja. Und der Autist hat eben sein Naturell und das kennen wir alle, wenn wir ständig gegen unser Naturell arbeiten müssen, werden wir natürlich unglücklich und es geht dem Autisten
genauso. Und ein Autist hat auch Recht darauf, glücklich zu sein. Ne? Natürlich muss man oder sollte man mit einem Autisten schon irgendwie besprechen, dass es in manchen Situationen auch gravierende Nachteile hat, autistische Eigenschaften so unkorrigiert auszuleben. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt vielleicht zum Bewerbungsgespräch geht und diesen Kommunikationsstil hat, dass man halt sein Ohr dem anderen zuwendet, ist es sicherlich schon sinnvoll, dass man dem Betroffenen sagt, in einer Bewerbungssituation ist das jetzt nicht so günstig. Ne? Oder wenn es irgendwie ganz wichtige, nicht private Gespräche sind, das heißt, sie haben Menschen gegenüber, die von ihrem Autismus nichts wissen, die vielleicht auch von Autismus gar keine Ahnung haben. Aber letztlich ist der Ausgang des Gesprächs von großer Entscheidung. Dann macht es schon Sinn zu besprechen, Tipps zu geben, wie kann ich das jetzt möglichst gut so gestalten? Mhm. Also wie kann ich das jetzt möglichst gut gestalten, ne, diese Situation? Also es ist schon so ein Austarieren. Ne? Mhm. Wo kann der Autist möglichst natürlich bleiben und an welchen Stellen würde es vielleicht dann doch eher zu gravierenden Folgen kommen, dass man vielleicht mit dem Autisten guckt, wie kann ich in der Situation mein Verhalten entsprechend anpassen. Und jetzt abgesehen von diesen Geschichten, was Sie eben meinten mit dieser krassen Sinneswahrnehmung ne, auf verschiedenen Ebenen, klar ist da der Leidensdruck mit Sicherheit sehr hoch, aber gibt es auch Fälle oder kann man denn zwangsläufig sagen, dass Autisten immer sehr stark leiden oder sind sie manchmal auch eben so in ihrer Welt, dass sie in ihrer eigenen Welt total happy sind? Sind sie absolut. Ne? Mhm. Also beim Autismus ist es, würde ich sagen, also wenn wir uns jetzt mal das angucken, bei einer Depression ist es ja so, dass der Mensch per se traurig ist. Mhm. Ne? Also es gibt ja Menschen, die haben die tollsten Lebensumstände und sind depressiv. Das heißt, sie fühlen sich per se schlecht. Beim Autismus ist es aber eher so, dass die schlechten Gefühle durch die Interaktion mit der Umwelt entstehen. Mhm. Ne? Das heißt, Autismus an sich, also mal angenommen, alle Menschen wären autistisch. Mhm, oder dann wäre alles fein. Ja, ja, ne? Also tatsächlich ist es auch so, dass Autisten untereinander besser kommunizieren können als die Mischung von Autisten und Nicht-Autisten. Das heißt, sobald Autisten die Möglichkeiten haben, sich in ihre Welten zurückzuziehen, sei es dass sie alleine sind oder viele schließen auch Freundschaften untereinander oder haben auch Partner, die sie gut verstehen, können die natürlich auch glücklich sein oder wenn, also es gibt Spezialinteressen, also mir fällt jetzt gerade ein Patient ein, der ist total versiert, was Programmieren anbelangt und wenn der die Möglichkeit hat, irgendwie, weiß ich nicht, 3 Wochen irgendwas, ein Programm zu schreiben, ist der glücklich, ne? Dann geht der in der Zeit richtig auf da dran. Ja. Und wie sieht's aus mit dem Stichwort Komorbidität? Also Sie haben jetzt ja eben schon gesagt, dass Sie natürlich in dem Fall, wenn es zum Beispiel im Alltag immer lärmt oder was auch immer, dann natürlich darunter sehr stark leiden. Aber welche Begleiterscheinungen gibt es da oder gibt es überhaupt welche oder wird das dann alles subsumiert unter? Nein, tatsächlich ist die Komorbidität, also das psychische Störungen zusätzlich noch auftreten, ganz hoch bei Autisten. Also ganz besonders, also die Dinge, die besonders häufig auftreten, sind eben tatsächlich Depressionen und Angststörungen. Es ist jetzt schwer zu sagen, ob das auch eine neurobiologische Komponente hat und oder halt sich aus diesen häufig frustrierenden Situationen mit der Umwelt ergibt. Ich glaube, das kann man schwer beantworten. Also wenn man sich diese Frage stellen würde, kann man das schwer beantworten. Ein Großteil stammt sicherlich aus dieser anstrengenden Kommunikation und anstrengenden Umgang mit der Umwelt. Ne? Das, wenn ich merke, dass ich Situationen nicht so gut kontrollieren kann, weil ich halt nicht diese Intuition für soziale Interaktion habe, ist natürlich auch das Risiko groß, dass mir diese Situation Angst machen. Ne? Und dass ich dann in verschiedenen Situationen Ängste entwickle und vielleicht dann auch sogar Panikattacken bekomme. Was kann denn das Umfeld tun? Was kann ich als Elternteil, Geschwister, Freund, Freundin, weiß ich nicht, Bekanntschaft von jemandem mit Autismus machen? Ich glaube, das ist sogar ein Stück weit, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wäre sogar ein Stück weit ein Schlüssel dazu, weil ich glaube, wäre mehr über Autismus bekannt,
und würden mehr Leute verstehen, was irgendwie Autismus bedeutet, wäre es, glaube ich, auch für die Menschen mit Autismus einfacher, weil viele Sachen dann ganz anders eingeordnet werden könnten. Also das heißt, um die Frage zu beantworten, was kann ich tun? Ich glaube, klug ist es, wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, sich viel über Autismus zu informieren. Es gibt ja ganz viel an Informationsquellen, Bücher, sei es von Spezialisten geschriebene Bücher, von Betroffenen geschriebene Bücher, im Internet gibt es Blogs. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich über den Autismus zu informieren und zu verstehen, wie denkt diese Person. Mhm. Und das, finde ich, ist, wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat, also am Anfang wirkt es für Nicht-Autisten erstmal sehr schwierig, die Dinge nachzuvollziehen, wie Autisten es erleben, aber ich finde, man kann sich da doch relativ gut reindenken und dann kann man Dinge auch ganz anders einordnen. Ne? Also die Kommunikation von einem Autisten und einem Nicht-Autisten ist im Grunde die Extremform von einem Missverständnis, was auch zwischen Nicht-Autisten ja häufig auftritt, ne? Dass Menschen irgendwie aneinander vorbeireden und das ist was gerade in so einer Konstellation Autist und Nicht-Autist und man weiß aber gar nicht über diese Konstellation, dass beide denken, der andere will ihn irgendwie ärgern oder will ihn nicht verstehen und nimmt es dann irgendwie persönlich. Und in dem Moment, wo man weiß, nee, es ist gar nicht so, kann man ja ganz anders damit umgehen. Mhm. Es gibt dann natürlich weiterhin Probleme, die sind sicherlich auch in der Interaktion schwierig bleiben. Ne? Also in einer Partnerschaft, wenn vielleicht der eine Partner mehr Nähewünsche hat als jetzt der Autist, dann kann man das als Partner natürlich verstehen, dass der dieses Bedürfnis nicht hat. Aber wenn der Nicht-Autist trotzdem dieses Bedürfnis hat, bleibt es natürlich ein Stück weit ein Problem. Mhm. Oder wenn der Autist eben starke Ordnungsprinzipien hat und der Mitmensch eben dem das schwerfällt, diese Ordnung auch mitzutragen, bleiben da natürlich Reibungspunkte. Aber ich glaube, das ist wirklich so der Schlüssel, einfach zu verstehen, sich zu informieren und versuchen, die Welt eben ein Stück weit durch die Augen des anderen zu sehen. Hm. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, was die Forschung angeht. Sie sind ja Vollblutwissenschaftlerin, habilitiert mittlerweile. Autismus in der Forschung. Was fällt Ihnen dazu ein? Wie sieht's aus? Wie ist der Stand? Was dürfen wir erwarten? Ja. Ach Gott. Müssen nicht Sie alles leisten, die Arbeit, um Gottes Willen. Ja, also ich glaube, toll wäre es und da bin ich jetzt, ich habe jetzt noch kein konkretes Projekt irgendwie dazu laufen, aber die eine oder andere Idee zumindest. Toll wäre es, wenn wir die Diagnostik verbessern könnten. Ne? Also es ist ja doch ein sehr mühsames Sammeln von Puzzleteilchen, die man dann zusammenfügt. Wenn wir da die Möglichkeit hätten, Diagnosen deutlich schneller zu stellen und auch objektivierbarer zu stellen. Also es gibt zum Beispiel, da habe ich jetzt leider mit diesen Forschungsprojekten nichts zu tun, aber ich finde das super spannend. Also so ein Ausblick, also gerade was künstliche Intelligenz anbelangt, ne, gibt es so Projekte, wo solche Zentren tatsächlich Kernspinaufnahmen von Autisten gemacht haben und dann die künstliche Intelligenz damit füttern und die quasi darauf loslassen, zu gucken, findet die künstliche Intelligenz da irgendwelche Unterschiede. Meistens wissen wir ja dann gar nicht, was diese künstliche Intelligenz da findet, aber da gibt es halt Ansätze, ne? Weil künstliche Intelligenz ja auch nochmal eine ganz andere Sichtweise auf Dinge hat, die wir gar nicht irgendwie haben. Ne? Die sehen dann irgendwelche, keine Ahnung, Mini-Veränderungen, die uns gar nicht auffallen oder die wir gar nicht detektieren können. Okay. Ne? Also das wäre etwas, was ich super spannend finden würde oder was ich mir wünschen würde und was, glaube ich, wo ganz viel vonnöten ist. Und damit einher geht auch ein Stück weit, es bleibt ja immer noch tatsächlich so ein bisschen rätselhaft, wie kommt das eigentlich? Ne? Wie kommt das, dass ein Autist, ein Beispiel ist mir jetzt neulich begegnet von zwei, drei Autisten, die ich jetzt auch gefragt habe, ob die das können, so Zahnradrätsel zum Beispiel. Ne? Man hat 10 Zahnräder, die irgendwie ineinander verzahnt sind und man dreht am ersten, in welche Richtung dreht sich das letzte. Da müsste ich jetzt, da würde ich wahrscheinlich 10 Minuten brauchen, um die Lösung zu können. Und Autisten haben, also wahrscheinlich auch nicht alle, aber viele, so einen systematischen Blick, dass sie da, also die haben da auch eine Intuition für, ne, dass sie es wissen. Ähnlich wie wenn ich sie jetzt angucke und sie lächeln und ich das Lächeln erkenne, erkennen die halt solche Systematiken. Und das ist ja schon ein Stück weit rätselhaft, wie kommt das, dass die Gehirne so anders wahrnehmen, ne, wo wir heute halt noch keine Antwort drauf haben.
Mal gucken, was da noch kommt. Ja, ja, ja. Abschließende Frage. Ja. Wie verabschieden Sie Ihre PatientInnen? Gibt es da irgendwas, was Sie immer sagen? Ist das immer komplett unterschiedlich? Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, das kommt drauf an, ob es Diagnostikpatienten sind oder meine Therapiepatienten. Ich glaube, am einheitlichsten ist es bei meinen Diagnostikpatienten, weil ich die ja noch nicht so individuell kenne wie meine Therapiepatienten. Und die verabschiede ich in der Regel somit, dass ich nochmal so ein bisschen erkläre, warum ich, wenn ich die Diagnose gestellt habe, warum ich sie stelle. Ich habe so ein kleines Informationsblatt mal zusammengestellt mit so Internetadressen, Literaturtipps, die ich Ihnen dann aushändige. Ja, ja, das finde ich wichtig. Gut, ich verabschiede mich mit ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Danke. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Absolut. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall wieder mehr als vorher. Wie eigentlich nach jeder Folge von Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Bei weiteren Fragen, Kritik, Wünschen, Anregungen, was auch immer, meldet euch gerne über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.